Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe einen Lasergravierer, Laserschneider für euch. Und zwar den Laser Master 3 von Ortur. Dieser Laser kann wirklich sehr viel. Er kann Holz schneiden, er kann Steine, Schiefer, Acryl, alles Mögliche gravieren. Und das besondere Highlight an diesem Laser für mich ist, dass er auch Papier schneidet. Ich möchte euch all das in diesem Video zeigen und ganz besonders das Papier schneiden. So, wir haben hier die Bedienungsanleitung, alles auch in Deutsch. Die Aufbauanleitung. So, hier haben wir ein kleines Kästchen mit Werkzeug, SD-Karte, Schlüssel. Hier die Rahmenteile. Hier haben wir jetzt das Netzteil. Schläuche. Stecker, USB-Kabel. Heute filme ich nicht in meinem Bastelzimmer, sondern in der Werkstatt von meinem Mann. Ich werde jetzt den Laser aufbauen und wir sehen uns wieder in der Werkstatt. Der Laser ist aufgebaut. Der Aufbau war sehr einfach. Es hat in etwa 15 bis 30 Minuten gedauert, bis der Laser aufgebaut war. Wir haben hier den An-Ausschalter, einen Schlüsselschalter, der mit einem Schlüssel verschlossen werden kann, und einen Notausschalter. Der Rahmen ist komplett aus Aluminium. Er ist sehr stabil. Ihr habt hier WLAN. Oder ihr könnt den Laser auch über USB bedienen. Eine SD-Speicherkarte ist noch mit dabei. Der Laser hat eine Arbeitsfläche von 40 x 40 cm. Wir haben hier eine Arbeitsplatte unter den Laser montiert und dort ein Raster drauf graviert. Ich denke, gerade am Anfang ist das eine Erleichterung, um sich zu orientieren. Ihr bekommt aber auch andere Unterlagen wie eine Wabenplatte und ganz viel anderes Zubehör direkt von Ortur. Ihr könnt die Bedienung über eine App vornehmen. Der Lasermaster wird direkt angezeigt. Ihr braucht ihn nur anklicken. Ich persönlich mag es lieber, mit dem PC zu arbeiten, weil es einfach viel größer ist. So, als erstes würde ich euch gerne zeigen, eine 4 mm Sperrhalsplatte, wie der Laser damit schneidet. Ich habe vorab schon mal ein bisschen getestet und dabei sind diese Lebkuchenmännchen rausgekommen und die sind wirklich ganz toll geschnitten. Selbst die ganz kleinen winzigen Knöpfe, die sind stehen geblieben auf der Matte. Also wirklich ganz toll. Ich bin total begeistert. Der Laser soll ja der schnellste auf dem Markt sein und das zeige ich euch jetzt mal. Wir beginnen mit einem Test, ob die Holzplatte richtig liegt. Und jetzt ganz wichtig, die Brille aufsetzen. Bitte nicht vergessen, es ist ganz wichtig, dass ihr die Brille aufsetzt. Und dann starten wir. So, ich habe hier eine kleine Teelichtlampe gezeichnet, die ich jetzt ausschneiden werde. Wir schauen uns das Ergebnis an. Es löst sich alles ganz leicht. Es ging wirklich sehr schnell und es ist alles sauber und ganz fein geschnitten. Schaut es euch an. Und hier mein Endergebnis. So,
Und jetzt möchte ich eine kleine MDF-Platte gravieren mit einem Foto. Ich habe ein Foto von unserem Hund gewählt, Grisou, unser kleiner Dackel. Als erstes wieder der Test, ob die Platte richtig liegt. Und los. Und ich sehe schon, das ist richtig toll geworden. Das ist sehr schön graviert. Hier bereite ich jetzt die nächste Gravur vor. Und zwar soll die auf einer Schieferplatte sein. So, hier haben wir die Schieferplatte. Ich zeige euch aber erst nochmal, was ich vorab gelasert habe. Und zwar diese Platte und noch einen gesammelten Schieferstein, den ich mit einem Namen graviert habe. Hier das Ergebnis. Das ist rausgekommen und es sieht auch toll aus. Richtig schön. Und was ich ganz toll finde, dass der Laser auch Papier schneiden kann. Ich habe hier einen Block ausgesucht mit 270 Gramm. Mal schauen, wie der Laser meine Lebkuchen ausschneidet. Und ich glaube, man kann es schon sehen, wie leicht es dem Laser fällt, das Papier zu schneiden. Also ganz toll. Ich bin begeistert. So, und das ist jetzt das Ergebnis. Die sind wirklich ganz sauber ausgeschnitten. Ganz toll. Wir haben hier einen richtig guten, leistungsstarken Laser, der viel kann, der wirklich schnell ist. Und ich denke, ich werde noch einige Geschenke damit basteln. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an diesem Produkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.